Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade, diese Zeit des Gebets so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Das heutige Evangelium berichtet von der Ermordung Johannes des Täufers durch Herodes. Dieses Ereignis ist sehr oft aufgegriffen worden in der Kunst, der Literatur und natürlich an erster Stelle auch in geistlichen Schriften. Wir kennen die Geschichte alle, denke ich. Noch einmal kurz zusammengefasst: Johannes hatte Herodes vorgehalten, dass er die Frau seines Bruders namens Herodias nicht heiraten dürfe. Und diese wollte Johannes deshalb aus dem Weg räumen. Und sie schaffte es, dass er wegen dieses Vorwurfs ins Gefängnis geworfen wurde. Dann nutzte sie die Großspurigkeit und Eitelkeit des Herodes, ihren Plan, Johannes zu beseitigen, zu realisieren. Salome, ihre Tochter, tanzte und Herodes versprach ihr vor Begeisterung, jeden Wunsch zu erfüllen. Auf Anstiften der Mutter wünschte sich das Mädchen das Haupt Johannes des Täufers. Ja, für uns, die wir im Frieden und im Wohlstand leben, ein ja fast unvorstellbares, schauriges Geschehen. Aber machen wir uns klar, auch heute sterben Christen wegen ihres Glaubens. Sie sterben, weil sie Zeugen Christi sind. Die Christen sind die am meisten verfolgte Religionsgruppe. Und auch heute werden Schwestern und Brüder von uns grausam ermordet. Ja, wir sind ohnmächtig dem gegenüber. Was sollen wir schon tun, damit das aufhört? Wir können und sollen natürlich für die Verfolgten beten. Die Kirche ist ja die Gemeinschaft der Heiligen, die Familie der Kinder Gottes. Unsere Gebete sind sicherlich wirksam und helfen auch denen, die verfolgt werden. Wir können und sollen natürlich aufmerksam machen auf diese Tatsache. Das alles sollte aber auch dazu führen, uns in der Zeit des Gespräches mit dem Herrn Gedanken darüber zu machen, wie wir, du und ich, bereit sind, für Christus in unserer heutigen Zeit, dort wo wir sind, Zeugnis abzulegen. Auf uns wartet nicht das Martyrium, aber vielleicht Spott, Ausgrenzung oder, ja, das gibt es auch, leider Feindseligkeit. Es gibt eine ungute Haltung bei vielen Christen, die sich auch ja, im Evangelium immer wieder zeigt. Es ist so eine gewisse Schläfrigkeit, eine Teilnahmslosigkeit gegenüber den Zuständen, die eigentlich ein Wachwerden erforderten. Am deutlichsten wird das beim Ölberggebet Jesu. Der Herr leidet Todesangst, aber seine engsten Freunde, die drei Apostel Petrus, Johannes und Jakobus, die er in dieser bitteren Stunde in der Nähe haben wollten, die schlafen ein. Benedikt XVI. Hat das mal folgendermaßen kommentiert: Die Schläfrigkeit der Jünger bleibt die Jahrhunderte hindurch die Chance für die Macht des Bösen. Diese Schläfrigkeit ist eine Abstumpfung der Seele, die sich nicht aufregen lässt durch die Macht des Bösen in der Welt, durch all das Unrecht und all das Leid, das die Erde verwüstet. Sie ist eine Stumpfheit, die alles lieber nicht wahrnehmen möchte, die sich beruhigt, als alles, dass alles schon nicht so schlimm sei, um in der Selbstzufriedenheit des eigenen gesättigten Daseins fortfahren zu können. Aber diese Stumpfheit der Seelen, dieser Mangel an Wachsamkeit, sowohl für die Nähe Gottes wie für die drohende Gewalt des Übels,
gibt dem Bösen Macht in dieser Welt. Ja, diese Schläfrigkeit. Fragen wir uns, wie es bei uns ist. Ich denke, dass wir nicht so leben wollen. Wir möchten Christi Licht und seine Botschaft, die eine Botschaft der Wahrheit und der Liebe ist, in die Welt tragen. Und dazu werden wir keine außergewöhnlichen Heldentaten vollbringen. Wir werden versuchen, das vor allen Dingen durch unser Lebenszeugnis zu tun. Eine kleine Geschichte, die mir eine Sportstudentin erzählte, die kann uns helfen zu verstehen, was das konkret bedeuten könnte. Eine Gruppe von 20 Studentinnen und Studenten waren mit dem Dozenten zu einem Kanukurs über das Wochenende nach Süddeutschland gefahren. Am Abend saßen alle zusammen und der Dozent sagte, dass man morgen, am Sonntag, um 9.30 Uhr mit dem Training beginnen würde. Eine Studentin meldete sich und fragte, ob es auch 10 Uhr sein könnte. Der Dozent, also wollen Sie ausschlafen? Die Studentin antwortete, nein, ich wollte vorher noch in die Heilige Messe gehen und da ist 9.30 Uhr etwas knapp. Die Reaktion? Zuerst betroffenes Schweigen. Viele schauten diese junge Frau verwundert an. Sie war nämlich die beste Sportlerin. Und der Dozent sagte, ja klar, fangen wir um 10 Uhr an. Die Studentin, die mir das erzählt hat, sagte, dass dies für sie der entscheidende Impuls war, sich wieder mit dem Glauben zu beschäftigen und Kontakt zur Kirche zu suchen. Mich hat die Geschichte sehr berührt, denn es ist klar, dass dieser Mut dieser jungen Frau, sich zu Christus zu bekennen, letztlich dazu beigetragen hat, dass etwas geschehen ist, dass sich zum Beispiel eine Person bekehrt hat. Der Herr hat uns aufgetragen, verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Und ihr, ihr Laien, ihr verkündet es mitten in der Welt durch euer Lebenszeugnis, durch eure Freundschaften und die Gespräche, die sich dabei ergeben. Aber eben auch ab und zu durch ein klares Wort, wenn Gottes Gesetz missachtet oder sogar bekämpft wird. Natürlich werden wir immer mit Verständnis und Einfühlungsvermögen handeln. Viele Menschen kennen Gottes Gebote gar nicht mehr und sind ganz verhaftet in allen möglichen Ideologien, die den Menschen letztlich, wie das einfach die Erfahrung ist, immer zerstören. Wir werden positiv sein und niemals aggressiv. Wir werden kein Öl aufs Feuer gießen in Gesprächen, sondern versuchen, die Menschen zu gewinnen, sie einzuladen, Christus kennenzulernen, sich der Botschaft Gottes zu öffnen. Es geht niemals darum, in einer Diskussion als Sieger vom Platz zu gehen. Wir wollen die Menschen mit Gott bekannt machen. Auch wenn wir manchmal klar sprechen müssen und sollen, dann tun wir das mit Respekt und Herzlichkeit. Eben immer gewinnend. Natürlich ist klar, die Botschaft des Herrn wird in vielen Bereichen mit dem aktuellen Zeitgeist zusammenstoßen. Es wäre merkwürdig, wenn das nicht der Fall wäre. Es gibt so viele Bereiche, in denen klar gegen Gottes Wahrheit gelebt wird. Denken wir nur an das beginnende und das endende menschliche Leben, an die Verzerrungen der Natur des Menschen in der Genderideologie und an alle möglichen moralischen Verirrungen. Klar werden wir da mit Christi Wort auch Anstoß erregen. Aber der Herr hat uns gesagt, ihr werdet um meinetwillen vor Statthalter und Könige geführt, damit ihr vor ihnen und den Heiden Zeugnis ablegt. Wenn man euch vor Gericht stellt, macht euch keine Sorgen, wie und was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde eingegeben, was ihr sagen sollt. Nicht ihr werdet dann reden, sondern
Der Geist Gottes, eures Vaters, wird durch euch reden. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Wenn ihr, die ihr mitten in der Welt seid, dieses Licht nicht verbreitet, dann wird es niemand tun und die Dunkelheit wird zunehmen. Habt Mut, habt keine Angst, euren christlichen Weg in dieser Welt zu gehen. Wir kennen wirklich die frohe Botschaft, die den Menschen heilen und retten kann. Aber natürlich hängt das von uns ab. Ja? Das hängt von unserer Beziehung zum Herrn ab. Es heißt so schön, wovon das Herz ist, davon redet der Mund. Das Evangelium durch euer Leben zu verkünden, das geht nur, wenn ihr fest in Christus verwurzelt seid, wenn ihr im wahrsten Sinne des Wortes von ihm begeistert seid, wenn euer Herz also bei Gott ist. Ich möchte unser Gebet schließen mit den Worten, die der heilige Johannes Paul II. Den Menschen zurief, in seiner ersten heiligen Messe als Papst. Auch wir können uns diese Worte zu eigen machen und in unserem Leben aufleuchten lassen. Er sagte damals: Habt keine Angst. Öffnet, ja, öffnet Christus weit die Türen. Öffnet die Grenzen der Staaten, die Wirtschaftssysteme und die politischen Systeme, die Bereiche der Kultur, der Zivilisation, der Entwicklung, seiner heilbringenden Macht. Habt keine Angst. Christus weiß, was im Menschen ist. Er allein weiß es. Der Mensch weiß heute oft nicht, was er in sich trägt, im tiefsten seiner Seele und seines Herzens. Darum fühlt er sich oft unsicher über den Sinn seines Lebens auf dieser Erde. Er wird von Zweifeln erfüllt, die zur Verzweiflung werden. Lasst darum Christus, ich bitte und flehe euch demütig und vertrauensvoll an, lasst ihn zu den Menschen sprechen. Soweit Johannes Paul II. Ja, bitten wir auch unsere himmlische Mutter, die Königin der Apostel, dass sie uns ermutigt, Christus, ihren Sohn, zu verkünden und so wirklich Licht in diese Welt zu bringen. Ich danke dir, mein Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.